Südamerika. Das andere, das unbekanntere Amerika. Eine Reise von der Karibik in den Regenwald. Über die Anden bis hinunter nach Patagonien. Atemberaubende Landschaften und extreme Gegensätze. Begegnungen mit Menschen, die ihren Kontinent im Umbruch erleben und nach neuen Wegen suchen in eine bessere Zukunft. In der Mitte Südamerikas, in Bolivien, sind wir auf dem Weg zu Coca-Bauern am Fuße der Anden. Dafür müssen wir erstmal über einen der höchsten Bergpässe des Landes. Auf wie vielen Metern sind wir hier? Auf 5000 Metern. So hoch war ich noch nie. Dann geht es über die sogenannte Todesstraße hinunter in die Yungatäler. Die Straße ist berüchtigt wegen der vielen Unfälle. Unser Fahrer ist sie aber schon 1000 Mal gefahren, sagt er. Das beruhigt. Nebenbei lehrt uns dieser Ausflug, wie schwierig es ist, in diesem Hochgebirge eine moderne Infrastruktur zu entwickeln. Erst seit wenigen Jahren gibt es eine Umgehungsstraße, an der aber immer noch gebaut wird. Das macht den Handel auch für Coca-Bauern wie Gregorio Chamiso schwierig. Seine Situation hat sich aber deutlich verbessert, seitdem der Anbau wieder gefördert und ausgeweitet wird. Coca ist in Bolivien legalisiert für den Verbrauch im Land. La coca es buen vivir. Ja, für uns bedeutet Coca ein gutes Leben. Wegen der Solidarität unter uns Bauern und weil es uns wirtschaftliche Unabhängigkeit verschafft. Dank unserem Präsidenten Evo Morales. Er war ja selbst Coca-Bauer. Er stammt aus unserer sozialen Klasse und hat dafür gesorgt, dass unsere Arbeit wieder als wertvoll anerkannt wird. Coca an sich ist kein Kokain. Das ist auch in Bolivien verboten. Dafür braucht es ein chemisches Verfahren. Naturbelassen wirkt die Pflanze nur leicht belebend wie Kaffee und hilft gegen die Höhenkrankheit. Nur Blätter aus legalem Anbau werden auf dem Coca-Markt in La Paz verkauft. Wohin das Coca am Ende tatsächlich geht, ist aber schwer zu kontrollieren. Ob die Blätter wirklich nur von Einheimischen gekaut oder für Tee verwendet werden, in Bolivien wird jedenfalls mehr angebaut, als für den normalen heimischen Markt benötigt würde. Längst strecken die mexikanischen Drogenkartelle ihre Fänge danach aus. Doch diese Gefahr nimmt die Regierung in Kauf. Denn in der Kultur der Andenvölker ist das Coca tief verwurzelt und eine wichtige Einnahmequelle, gerade im armen Hochland um La Paz. La Paz ist der höchstgelegene Regierungssitz der Welt. Trotz steigendem Wirtschaftswachstum ist Bolivien nach wie vor das ärmste Land Südamerikas. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Die 7-jährige Claudia Diaz hat heute einen wichtigen Termin. Sie geht zu einem Treffen der Kindergewerkschaft NATS. Alle Kinder hier im Raum arbeiten und sind Mitglieder einer Gewerkschaft, in der sich Kinder unter 18 selbst organisieren. Regelmäßig treffen sich die jungen Genossen und Genossinnen. Viele der Kinder hier arbeiten zwar auf der Straße, aber sie sind keine Straßenkinder. Sie haben Angehörige und sie gehen zur Schule. Ich heiße Claudia Diaz. Ich bin eine Mini-Nuts. Es gibt eine Tagesordnung, einen Versammlungsleiter, ja, sogar Protokollführer. Und solche, die es erst noch werden wollen. Claudia muss da noch ein bisschen üben. Auffällig ist, wie frühreif diese Kinder sind, bis hin zu ihrem Sprachduktus. Ihr seid eigentlich noch Kinder, aber gleichzeitig schon sehr erwachsen, sehr politisch. Das dürfen Sie nicht mit den Verhältnissen in Europa vergleichen. Die ökonomische Situation hier in Lateinamerika ist anders. Wir Kinderarbeiter würden uns schon wünschen, dass die Kinderarbeit abnimmt, aber das muss sich entwickeln und nicht durch ein Verbot erzwungen werden. Ich will, dass das legal ist. Ich will nicht diskriminiert werden, weil ich arbeite. Wenn die Konzentration bei den Kindern hier und da ein wenig nachlässt,
hilft ihr Aufmerksamkeitslied, mit dem sie sich selbst zur Ordnung rufen. In Präsident Evo Morales, der selbst als Kind schon arbeitete, sehen sie ihren wichtigsten Unterstützer. Ein offizielles Schreiben des Senats an die Kindergewerkschaft wird stolz vorgelesen. Denn die Kinder kämpfen gegen die Bestrebungen der Vereinten Nationen, die weltweite Ächtung der Kinderarbeit auch in Bolivien durchzusetzen. Fast 1 Million Kinderarbeiter gibt es in dem Land. Claudias Bruder, der 10-jährige Pedro Diaz, ist Schuhputzer. Ein typischer Kinderjob in La Paz. Er sei froh, dass er nicht heimlich arbeiten muss, dann gäbe es gar keinen Schutz vor Ausbeutung. Pedro nimmt uns mit zu sich nach Hause. Mit Vater und Geschwistern lebt er in einem Haus, das von der Schuhputzer-Gilde geführt wird. Pedro und sein Vater wohnen oben auf dem Dach, in einem Verschlag. Hola, señor. Hola, señor. Don Dino. Gracias. No, este es mi cuarto donde yo duermo. Sí. Todo mi cuarto. Das Bett zeigte mir und den, so formulierte es, Kleiderschrank. Was denn sein Traumberuf wäre? Polizist, das wäre sein Traumjob. Sein Vater frage ich, warum er es richtig findet, dass sein Sohn schon arbeitet. Weil er mit dem Job unabhängig ist. Er macht das auch gern. Es macht ihn selbstständiger. Und er verdient eigenes Geld und kann etwas für sich sparen. Selbstständiger, erwachsener, wohl wahr. Aber am Ende des Tages ist Pedro doch ein Kind, das mir voller Stolz seine größten Schätze vorführt. Würde es ihm besser gehen, wenn Bolivien das Verbot der Kinderarbeit umsetzen würde? Einfache Antworten finden wir selten auf dieser Reise durch Südamerika. In Bolivien haben über 50% der Bevölkerung indigene Wurzeln. Aber erst seit dem Amtsantritt von Evo Morales drückt sich das auch in den politischen Machtverhältnissen aus. Er ist der erste Präsident, der von Boliviens Ureinwohnern abstammt. Und er regiert bereits 8 Jahre am Stück. So lange hat sich in der Republik noch keine Regierung gehalten. Vor dem Parlament in La Paz wird Nelida Cifuentes Coeto von Reportern umringt. Sie ist eine der neuen Politstars des Landes. Mit gerade mal 32 Jahren ist sie Vizepräsidentin des Senats. Nelida Cifuentes ist eine Indigene. Sie stammt aus einem kleinen Dorf in der Provinz, eine Bauerntochter. Die meisten Frauen in ihrer Familie sind Analphabeten. Sie selbst hat erst letztes Jahr ihr Abitur nachgeholt. Im kolonialen Parlamentsgebäude sitzt sie nun in einem der wichtigsten Büros, gehört zur neuen revolutionären Elite des Landes. Sie ist eine der Vorzeigefrauen des Präsidenten, den sie leidenschaftlich verehrt. Zu den wichtigsten Zielen, die seine sozialistische Regierung propagiert, gehört es, wirtschaftlich unabhängig vom Ausland zu werden, vor allem von den USA. Alle unsere Bodenschätze, Silber, Gold, Kupfer, Bronze, Zinn, alle werden als Rohstoffe in andere Länder geschickt. Dort im Ausland werden sie dann verarbeitet und danach wieder für viel mehr Geld an uns zurückverkauft. Genau das will unser Präsident ändern. Wir wollen die Rohstoffe in eigenen Industrien selbst verarbeiten. Nach dem offiziellen Termin in ihrem Büro lädt uns Nelida Cifuentes ein, sie später zu Hause zu besuchen. Wir sind gespannt, wie eine so hochrangige Politikerin in Bolivien wohnt. Die Begrüßung, typisch südamerikanisch. Geküsst und umarmt werde ich auf dieser Reise ständig, selbst wenn man sich zum ersten Mal begegnet. Etwas leer ist Nelidas Wohnung noch. Sie ist erst kürzlich eingezogen.
Da hinten in dem Raum schläft meine Sekretärin. Und hier drüben ist mein Schlafzimmer. Erinnerungen an zu Hause, an ihre Familie. Und ein kleiner Altar für Evo Morales, den allgegenwärtigen Präsidenten. Ihren Haushalt führt Nilida selbst. Angestellte hat sie dafür nicht. Und kocht selbstverständlich auch selbst. Heute für uns. Scharfes Huhn, die Lieblingsspeise des Präsidenten. Einmal im Jahr verköstigt sie mit großen Töpfen das ganze Kabinett. Evo liebt es, erzählt sie mir. Das Rezept stammt von ihrer Mutter. Jetzt sind Sie Vizepräsidentin des Senats. Das ist eine wahnsinnige Karriere. Wie empfinden Sie das selber? Das ist für mich schon ungeheuer aufregend. Eine große Freude. Vor allem, weil ich niemals damit gerechnet hätte, Vizepräsidentin des Senats zu werden. Überhaupt Senatorin zu sein. Früher in unserem Dorf hatte ich eigentlich nur dafür gekämpft, dass wir endlich Wasser und Strom bekommen. Aber dabei hatte ich niemals den Hintergedanken, eine Senatorin oder Ähnliches zu werden. Eigentlich wollten wir mit der jungen Politikerin nur ein Interview führen. Nun verzehrt unser ganzes Team ihr berühmtes Huhn. Nilidas Karriere ist auch deshalb so bemerkenswert, weil in Boliviens Klassengesellschaft die Indigenen jahrhundertelang als Indios diskriminiert wurden. Die spanischstämmige Oberschicht fürchtet nun um ihre bisherige Machtposition. Doch nicht nur deshalb gibt es Widerstände gegen die Regierung Morales. Kritik regt sich auch am autokratischen Regierungsstil des Präsidenten, der kaum Widerspruch duldet. Raúl Peñaranda hat das massiv zu spüren bekommen. Er war Chefredakteur einer kleinen, unabhängigen Zeitung. Auf Druck der Regierung musste er zurücktreten. Wir besuchen mit ihm seine ehemalige Redaktion. Nur durch seinen Rückzug konnte er den Kollegen die Arbeitsplätze retten. Die Regierung geht gegen uns Journalisten sehr hart vor. Früher hat sie uns nur attackiert und öffentlich unter Druck gesetzt. Inzwischen haben sie eine intelligentere Strategie. Sie kaufen Medienunternehmen auf und korrumpieren sie. Viele Journalisten werden von der Regierung auch verklagt. Ich wurde sogar vom Präsidenten höchstpersönlich vor Gericht gezerrt. Was haben Sie denn bloß getan, um den Präsidenten so zu verärgern? Ach, wissen Sie, es genügt ja schon, von der offiziellen Linie abzuweichen, um zum Feind erklärt zu werden. Kritik übt Raúl Peñaranda vor allem an der Wirtschaftspolitik. Der Präsident rede zwar viel von Entwicklung und Industrialisierung, doch bisher sei da auch nicht viel mehr geschehen als unter den Vorgängerregierungen. Wir haben jetzt aktuell zwar hohe Wachstumsraten, aber die basieren ausschließlich auf unseren Rohstoffen, Bergbau, Öl. Da sind die Weltmarktpreise gerade hoch, davon profitieren wir. Aber wir sind immer noch ein armes Land, ohne Industrieentwicklung. Wir bereiten uns nicht genügend auf die Zukunft vor. Wie langsam die Entwicklung des Landes vorankommt, sehen wir am Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Welt. Nur mit einer Wollmütze schützt sich der Salzbauer Marco Antonio gegen die gleißenden Sonnenstrahlen, während er seine kleinen Salzberge zusammenschaufelt. Eine harte Arbeit ist das und sie bringt ihm wenig ein. Es reicht gerade so zum Überleben. Dabei schlummert in dem Salzsee ein großer Schatz, Lithium, das für Batterien verwendet wird. Boliviens Regierung plant ein Megaprojekt. Das Lithium soll nicht nur im großen Stil abgebaut, sondern auch im Land selbst verarbeitet werden. In einer rein bolivianischen Fabrik. Batterien made in Bolivia, exportiert in alle Welt. Viel ist davon im Moment noch nicht zu sehen. Bislang gibt es zum Salzsee noch nicht mal einen ausgebauten Zufahrtsweg.
Im Dorf am Rande des Sees leben sie weiter in bitterer Armut. Wie Salzbauer Marco Antonio mit seiner Frau Lisette und den zwei Kindern. Den einzigen Fortschritt, den sie hier in den letzten 10 Jahren erlebt haben, war eine Fernsehantenne fürs Dorf. Die Antenne, sonst nichts. Ein Land so reich an Bodenschätzen und doch so arm. Südamerika, Kontinent der Gegensätze. Im Nachbarland Chile präsentiert sich uns eine ganz andere Welt. Südlich der Hauptstadt Santiago werden internationale Spitzenweine angebaut, die zu Spitzenpreisen in alle Welt exportiert werden. Man könnte meinen, man sei hier in der Provence. Vor gerade mal 25 Jahren gründete Aurelio Montes sein Weingut. Ein Newcomer aus europäischer Sicht, doch der Newcomer ist äußerst erfolgreich. Und nicht nur beim Wein mache Chile den Europäern Konkurrenz, sagt Aurelio Montes. Wir stehen nicht länger im Schatten, im Abseits. Ganz Südamerika hat aufgeholt. Hohe Wachstumsraten, viele junge Leute, die bereit sind, hart zu arbeiten, die wirklich hungrig auf Erfolg sind. Das macht den entscheidenden Unterschied. Heute sind wir Teil der Weltwirtschaft. Die neue Welt sei innovativer, sagt Aurelio Montes. Doch das alte Europa findet man hier auch. Seine teuren Tropfen lässt er von gregorianischen Gesängen beschallen. Die Atmosphäre übertrage sich auf den Wein. Das Wichtigste für seinen Erfolg seien aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Chile. Wir haben hier eine sehr gesunde Wirtschaft mit einem stabilen Bankensystem. Die Steuern sind sehr, sehr niedrig. Der Staat reguliert die Wirtschaft nur so weit, wie für eine vernünftige Kontrolle nötig ist, aber nicht exzessiv. Vor allem aber hilft der Staat jungen, innovativen Unternehmen. Wer etwas Neues wagt, bekommt viel Unterstützung. Die Strahlkraft der neuen Welt wirkt auch ins krisengeschüttelte Europa. Javier Fresnillo Alonso ist ein spanischer Ingenieur aus Madrid. Jetzt ist er Gastarbeiter in einer der größten Kupferminen Chiles. Das ist ein Einbahntunnel. Wenn wir reinfahren, setzen wir oben ein Signal, damit die unten wissen, dass wir ihnen entgegenkommen. Vor 5 Jahren kam der junge Spanier nach Chile, um hier sein Glück zu suchen. Ich bin hier Teil eines wirklich großen Projektes. Und darauf sind Sie stolz. Aber das war nicht der Hauptgrund, hierher zu kommen, sondern das war vor allem die Wirtschaftskrise zu Hause in Spanien, oder? Ja, ich bekam das Angebot und dann bin ich hier hingegangen. Meine Freunde in Spanien haben mich anfangs für verrückt erklärt, nach Chile auszuwandern. Aber inzwischen kommen immer mehr Spanier hierhin. Wird hier gut bezahlt? Ja. Früher waren es die Chilenen, die versuchten, einen Job im ehemaligen Mutterland Spanien zu bekommen. Heute ist es eher umgekehrt. Reconquistadores werden die spanischen Wirtschaftsflüchtlinge in der ehemaligen Kolonie leicht spöttisch genannt, die Rückeroberer. Der Reichtum Chiles liegt vor allem in der Erde, in seinen Bodenschätzen. Die Kupfermine von Chuquicamata ist so groß, dass man sie selbst vom Weltraum aus sehen kann. Für den gut bezahlten Job fernab der Heimat nimmt der 31-jährige Spanier einiges auf sich. Sonderlich einladend ist sein winziges Containerbüro inmitten der Wüste jedenfalls nicht. Wie würden Sie den Alltag in Chile beschreiben, verglichen mit anderen lateinamerikanischen Ländern? Ich glaube, Chile ist ein sehr guter Ort zum Leben. Besser als Argentinien. Oder Peru oder Bolivien.
Es ist ein sehr entwickeltes Land. Es ist sehr sicher, sehr organisiert. Es bietet eine wirklich hohe Lebensqualität. Der Business-Distrikt von Santiago de Chile präsentiert sich in der Tat als moderne Metropole und scheint das Image Chiles zu bestätigen, die Schweiz Südamerikas zu sein. Das sehen viele Chilenen allerdings anders. Es wachsen die Widerstände gegen eine Wirtschaftspolitik, die seit der Militärdiktatur radikal auf Markt und Privatisierung setzte. Vor allem die neuen bürgerlichen Schichten sind nicht länger bereit, die extrem ungleiche Wohlstandsverteilung in ihrem Land hinzunehmen. Catalina Rubilar ist die erste in ihrer Familie, die studiert. Die 20-Jährige wohnt bei Verwandten. Eine eigene Bleibe zu finanzieren, wäre undenkbar. Schon jetzt ist sie hoch verschuldet. Es ist grundsätzlich alles unglaublich teuer. Das Wohnen, aber auch allein schon die Studiengebühren. Um studieren zu können, musste ich gleich zwei Kredite aufnehmen. Einen beim Staat, einen bei der Universität. Also so richtig lustiges Studentenleben hat man hier in Chile nicht. Oh nein, es ist wirklich hart. Es sei denn, du kommst aus einer der reichen Familien, die dir Geld geben und auch noch ein Auto vor die Tür stellen. Die Politikstudentin ist eine der Sprecherinnen der Studentenbewegung von Santiago, die letzten Sommer mit ihren Protesten weltweit Schlagzeilen machte. Nach ihrem Examen will sie selbst in die Politik gehen. Wenn ich an der Regierung wäre, würde ich als erstes dafür sorgen, dass die Studiengebühren abgeschafft werden, dass es ein kostenloses Bildungssystem gibt. Das ist unsere wichtigste Forderung. Und wir wollen mehr Chancengleichheit für die ganze Gesellschaft. Mit ihren Demonstrationen führten sie der Welt vor Augen, dass es im vermeintlichen Musterland Chile massive soziale Konflikte gibt, die tief in der Geschichte des Landes wurzeln. Auf dem Unicampus erinnern Wandgemälde an den Sturz des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende 1973. Damals drangen die Militärs auch in die Universität ein. Tausende Studenten wurden gefoltert und getötet. Es folgten 17 Jahre brutaler Diktatur unter General Augusto Pinochet. Dass er aus Chile zugleich eine Art neoliberales Versuchslabor machte, wirke bis heute nach, sagen die Studenten. Das Unheilvollste, was Pinochet hinterlassen hat, ist die einseitige Unterstützung der Privatwirtschaft. Wir fordern, dass der Staat endlich auch gesellschaftliche, soziale Aufgaben wahrnimmt. Catalinas Studienfreundin nimmt uns mit zu sich nach Hause. Ihre Mutter erinnert sich noch gut an die dunkle Zeit der Diktatur. Als im vergangenen Jahr die Studentenproteste brutal niedergeschlagen wurden, hatte Monika Sepúlveda das Gefühl, Geschichte wiederholt sich. Eine Schande, dass es das überhaupt noch gibt. Ist das nötig? Unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, doch das System ist das alte geblieben. Ich meine, ist Chile jetzt keine Diktatur mehr? Es hat sich also auch schon etwas verändert und die Mittelklasse hat etwas mehr Aufstiegschancen? Oder wie würden Sie das einschätzen? Es sieht so aus. Wenn Sie der Mittelschicht angehören, sind Sie der Lastesel. Sie arbeiten sich krumm, ohne jede Unterstützung. Ob Wohnen, Gesundheit, Bildung. Sie zahlen alles komplett privat. Und das sehr teuer. Bei aller Wut auf die Politik, diese junge, sehr politische und selbstbewusste Generation ist zugleich stolz auf ihr Land und den Kontinent, auf dem sie leben. Wenn man in Europa oder in Asien über die Amerikaner spricht, denkt man immer nur an die US-Bürger. Stört euch das eigentlich? Allerdings stört uns das. Es ist ignorant. Es übersieht die kulturellen Schönheiten unseres Kontinents. Ob in Chile, Bolivien oder Argentinien. Wir haben eine eigene Kultur. Wir sind anders als die Europäer und anders als die US-Amerikaner. Es wird dabei auch völlig vergessen, welche alten Kulturen hier kolonialisiert wurden.
Unser Lebensstil begann mit den alten indigenen Völkern. Da liegen unsere Wurzeln. Aber darüber spricht kaum jemand. In der Atacama-Wüste, am Valle de la Luna, dem Mondtal, leben Menschen, denen sehr bewusst ist, dass ihre Geschichte nicht erst mit der Staatsgründung Chiles vor 200 Jahren begann. Unser chilenischer Mitarbeiter hatte viele Monate um Vertrauen geworben, bevor wir hier willkommen waren. Die Vertreter von 16 indigenen Stämmen sitzen zusammen. Es geht um ein heikles Thema. Ihren Konflikt mit dem örtlichen Museum, in dem zahlreiche Mumien lagern. Die indigenen Gemeinden fordern die Herausgabe ihrer Vorfahren. Sie wollen sie an die ursprünglichen Ruhestätten zurückbringen und ihr kulturelles Erbe künftig selbst verwalten, erklärt Rolando Jomire Coca. Die Wissenschaftler, Archäologen, Anthropologen und so weiter meinen leider, sie wüssten mehr über unsere Kultur als wir selbst. Vor allem das ist so übel. Jahrzehntelang hatten sich die indigenen Bewohner nicht gewehrt, wenn Mumien aus den Gräbern im Wüstensand geholt wurden. Manche verkauften sie sogar selbst für kleines Geld. Doch inzwischen hat sich ein anderes Geschichtsbewusstsein herausgebildet und ein anderes Selbstbewusstsein. Und dabei geht es um weitaus mehr als um Mumien und archäologische Stätten. Es gibt hier Mineralien, reiche Bodenschätze, die andere gerne ausbeuten würden. Aber das ist unser Land. Wir wollen hier nicht nur einzelne Stätten selbst verwalten, wir wollen unser Land zurück, all unser Land. Zumindest bei den Mumien kommen ihnen die Behörden etwas entgegen. Im Museum von San Pedro de Atacama werden die Jahrtausende alten Mumien nicht mehr ausgestellt, obwohl sie die Haupttouristenattraktion waren. Den Besuchern wird nur noch ein Film gezeigt, der erklärt, dass die Nachfahren der Urbewohner das öffentliche Ausstellen als pietätlos empfinden. Die Mumien liegen nun im Keller des Museums. Aus wissenschaftlicher Sicht werden sie dort fachgerecht für die Forschung konserviert. Doch für die Vertreter der Stämme ist das kein Trost. Ich sehe keinen echten Unterschied zwischen Ausstellungsräumen oder Kisten im Keller. Sie sollten nicht hier sein. Stell dir doch mal vor, deine Großmutter würde aus ihrem Grab geholt und irgendwo hingebracht. Genauso ist das für uns. Erstmals werden sie ihre Urahnen heute gemeinsam besuchen. Die Museumsleitung gewährt ihnen Zutritt zu dem nicht öffentlichen Lager. Für sie sind die Ahnen nicht tot, sondern nur in einem Übergang auf einer Reise zwischen Zeit und Raum. Sie sprechen mit ihnen und bitten sie um Verzeihung, dass sie ihre unwürdige Lage nicht verhindert haben. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie um Erlaubnis, Sie kurz stören zu dürfen, Ihren Schlaf zu unterbrechen. Coca-Blätter, die auch Kraut der Götter genannt werden, sind wichtiger Teil dieses Rituals zur Ehrung der Ahnen. Sie kennen mich ja. Sie wissen, dass ich hier im Museum arbeite. Sie sehen mich täglich. Falls ich mit Ihnen jemals etwas falsch gemacht haben sollte, bitte ich um Verzeihung. Ich liebe Sie alle sehr. Danke, Ximena, dass du diesen Moment mit uns geteilt hast. Dadurch, dass du hier arbeitest, dass du jeden Tag hier bist, haben wir hier eine Hüterin. Dafür danken wir dir. Die Atacameños kämpfen darum, die Wunden der Vergangenheit zu heilen. Dagegen scheint sich hier
Alles nur, um die Gegenwart zu drehen. Buenos Aires, Argentiniens glitzernde Metropole. Zumindest bei Nacht. Da sind die Zeichen der Krise wie von einem Schleier umwoben, unter dem es äußerst fröhlich zugehen kann. Wie bei der Party von Ciro Cavalotti. Er ist Musiker, gehört zur Subkultur dieser Stadt, in der man den Tanz auf dem Vulkan bestens beherrscht. Krise? Welche Krise? Das ist nicht die erste Krise, die ich erlebe. Ich habe mich sehr an die Krisen hier in Argentinien gewöhnt. Entscheidend ist, wie es am Ende ausgeht. Aber bisher ist die jetzige Krise nicht so schlimm wie andere, die wir hatten. Es gab schon schlimmere. Die jetzige Krise ist eher normal. Vielleicht braucht man italienische Wurzeln, um das so locker zu sehen. Denn Buenos Aires ist Italien. Aber auch Frankreich, Spanien, Irland, Polen, Deutschland. Argentinien ist das europäischste Land Südamerikas. Ciro Cavalotti und seine Familie sind sehr typische Argentinier. Wir mögen diese vielfältige Mischung hier. Meine Familie ist ursprünglich halb französisch, halb italienisch. Und meine Urgroßeltern waren Wolgadeutsche. Sie kamen über Russland nach Argentinien und gründeten hier die erste Wolgadeutsche Kolonie. Europäisches Multikulti. Zugleich ist die Metropole eine Stadt der zwei Gesichter. Im Hafenviertel präsentiert sie sich schick und schön. Doch gleich daneben liegt eine der schlimmsten Slums, in denen sich selbst die Polizei kaum hineintraut. Die Kriminalitätsraten sind gestiegen. Die Wirtschaftslage Argentiniens ist desolat, wieder einmal. Ein erneuter Staatsbankrott scheint nicht ausgeschlossen, wie 2001, als sich das Land zahlungsunfähig erklärte. Selbst bei den touristischen Highlights wie dem Präsidentenpalast sieht man Zeichen des Verfalls. Marode Straßen, marode Gebäude. Die Regierung Kirchner versucht, mit strikten Handels- und Devisenkontrollen gegenzusteuern. Mit dem Erfolg, dass sich auf der Calle Florida ein reger Graumarkt entwickelt hat. Mit versteckter Kamera drehen wir, wie Einheimische und Touristen hier munter Dollars zu inoffiziellen Kursen tauschen. Wirklich verheimlicht werden diese Geschäfte aber nicht. Jeder weiß es, jeder hilft sich damit. Man schlägt sich durch, wie immer. In den Supermärkten bietet sich auf den ersten Blick ein normales Bild mit breitem Sortiment. Erst beim zweiten Hinschauen sieht man, wie viele Regale leer sind. Waren fehlen ganz oder werden im Zuge der galoppierenden Inflation immer teurer. Für normale Familien ist es schwierig geworden, für den täglichen Lebensunterhalt zu sorgen. An einem Tag kostet das Fleisch so und so viel. Am nächsten Tag komme ich wieder und über Nacht ist es viel teurer geworden. Das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich in den letzten Jahren komplett geändert. Früher sagte man, ich will ein Kilo Fleisch, was kostet das? Heute sagen die Leute, ich habe 20 Pesos, wie viel Fleisch bekomme ich dafür? Die Leute kaufen nur noch das Nötigste. Den Politikern ist das egal. Denen geht es doch nur um sich selbst. Die kümmern sich nur um sich, um uns zu allerletzt. Selbst Argentiniens berühmte Rinder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Auf dem Viehmarkt von Buenos Aires hat kaum noch ein Tier das Exportgewicht von mindestens 500 Kilo auf den Rippen. Viele Züchter scheuen mittlerweile die lange Mastzeit von über 2 Jahren und nehmen in Kauf, dass sie die Tiere dann nur noch im Inland loswerden. Der Trend geht eh weg von der Tierhaltung zum Ackerbau. Soja und Biodiesel verdrängen das argentinische Steak. Ein anderer argentinischer Klassiker ist die Pferdezucht. Polo-Ponys sind ein Exportschlager. In Europa mag Polo das Spiel der Könige sein, in Argentinien ist es ein Nationalsport. Martin Garahan ist einer der erfolgreichsten Züchter des Landes. Ihm gehören große Ländereien.
Er ist aber kein Sprössling des Geldadels, sondern ein Self-Made-Man, der sich hochgearbeitet hat vom Reiter zum selbstständigen Unternehmer. Hallo, how are you? I'm fine. Wenn Sie Argentinien mit einem Polopferd vergleichen würden, welchen Charakter hätte es? Verrückt. Es wäre ein verrücktes, aber freundliches Pferd. Verrückt und verantwortungslos. Aber mit sehr viel Lebensfreude. Das klingt heiter, wie so oft in Argentinien. Aber wirklich lustig findet der Pferdezüchter die wirtschaftspolitischen Bedingungen in seinem Land nicht. Das Schlimmste, sagt er, sei die Unberechenbarkeit der Regierung. Man wisse nie so genau, was als nächstes kommt. Neue Steuern oder Exportbeschränkungen. Ich kann jedes Spiel der Welt mitspielen, aber ich möchte wenigstens die Regeln kennen. Hier läuft es so. Sie spielen und noch während sie in der ersten Runde sind, werden mittendrin die Regeln geändert. Das macht die Sache ziemlich schwierig, aber auch attraktiv. Was ist daran attraktiv, wenn sich die Regeln ständig ändern? Es ist unterhaltsam. Man muss auf alles vorbereitet sein. Martin Garrahans Nonchalance hat allerdings Grenzen. Das grundlegende Problem des Landes, sagt er, sei die allgegenwärtige Korruption bis in höchste Regierungskreise und die oligarchischen Strukturen Argentiniens, das heute noch von Familienclans beherrscht wird. Diese Leute sind wirklich sehr mächtig und sehr reich. Es wird schwierig, sie zu verdrängen. Aber genau das passiert gerade in ganz Südamerika. Ländern wie Kolumbien, wo es früher 10-mal so schlimm war wie in Argentinien, geht es heute besser. Chile geht es eh viel besser. Aber selbst Brasilien geht es besser. Ich glaube, all diese Länder sind dabei, uns abzuhängen. Abgeschrieben wurden sie hier schon vor langer Zeit. In dieser Fabrik in Buenos Aires wurden einst Flugzeugteile gebaut. Doch vor 17 Jahren ging die Firma pleite. Die Mitarbeiter besetzten die Fabrik und gründeten eine Kooperative. Eine verschworene Gemeinschaft, die solidarisch ums Überleben kämpft. Keine Hierarchien, gleicher Lohn für alle. Eduardo Morua ist ihr Wortführer. Heute recyceln sie hier Aluminium, zum Beispiel für Cremetuben. Wenn jetzt mal ein größerer Auftrag reinkommt, stellt ihr dann vorübergehend mehr Leute ein? Nein, sowas machen wir nicht. Wenn wir einmal einen Arbeiter eingestellt haben, entlassen wir ihn nicht wieder. Wir handeln nicht wie kapitalistische Unternehmen, die Leute befristet einstellen. Für die Alten reicht es zum Überleben. Aber nirgendwo sehen wir neue Maschinen oder junge Auszubildende. Die Impa-Fabrik dient auch als Kulturzentrum mit Theateraufführungen und Erwachsenenbildung. Doch Impa ist vor allem eine emotionale und politische Institution in Argentinien. Alle hier sind überzeugte Sozialisten und zugleich Peronisten. Bis heute verehren sie Evita Perón, die legendäre Präsidentengattin, die 1952 jung verstarb. Die aktuelle Regierung nennt sich zwar auch peronistisch, aber Eduardo Morua winkt müde ab. Nein, wir werden mit dieser Regierung nie zufrieden sein. Wir wollen ein anderes System. Wir haben in Argentinien immer noch 20 Millionen Menschen, die gänzlich außen vor stehen. Ohne Bildung, ohne medizinische Versorgung, deren Lebensbedingungen fürchterlich sind. Da kommen wir nicht raus. Wir stecken noch immer in diesem System fest, das von der Militärdiktatur 1976 geschaffen wurde. Danach der Kapitalismus, der uns in den 80er Jahren aufgedrückt wurde. Das alles hat unser Land verändert. Davon haben wir uns bis heute nicht erholt. Die Erfahrungen mit Militärdiktaturen und ideologische Grabenkämpfe prägen nicht nur Argentinien oder Chile. Sie lasten auf ganz Südamerika. Knapp 3000 Kilometer südlich von Buenos Aires, in der Wildnis Patagoniens, begegnen wir Argentiniern, die sich ihre eigene Welt geschaffen haben. Fernab von Geschichte, Systemfragen und Wirtschaftskrisen. Freddy Schulz ist ausgestiegen aus dem, wie er sagt, ganzen Wahnsinn.
In seinem neuen Leben ist er Bergführer in El Chalten, am Fuße des fast 3400 Meter hohen Fitzroy. Nice office. Nettes Büro hast du hier. Gefällt's dir? Ja, es ist ein wunderschöner Ort. Morgens trinke ich einen Mate-Tee, schaue aus dem Fenster und sehe diese Berge. Es ist wunderschön. Also hast du dir hier deinen Lebenstraum erfüllt? Absolut. Das kann man so sagen, ja. Bereits vor 20 Jahren kam er nach El Chalten, ein Pionier. Der Ort zählte damals erst wenige Bewohner. Als gelernter Zimmermann baute er sich selbst ein kleines Haus und ein neues Leben. Der tägliche Mate-Tee, das argentinische Nationalgetränk, ist natürlich unverzichtbar. Davon abgesehen hasst Freddy die Südamerika-Klischees, die in Europa und den USA gepflegt werden, vor allem in Hollywood. Guck dir irgendeinen US-Kinofilm an. Immer sind die Südamerikaner die Bösen, die schmierigen Mafiosi. Das ist nicht fair. Wenn man bedenkt, dass Lateinamerika dem Rest der Welt nicht ansatzweise so viel Schaden zugefügt hat wie die USA. Und was könnte der Rest der Welt von Lateinamerika, von den Stärken dieses Kontinents lernen? Ich glaube, eine wesentliche Stärke ist unsere Gabe, den Krisen des Lebens zu trotzen. Den ständigen Auf und Ab, damit immer wieder fertig zu werden. Die jüngste Gemeinde Argentiniens wurde erst 1985 gegründet, als militärischer Vorposten an der Grenze zu Chile. Der kleine Ort entwickelte sich dann zu einem Eldorado für Outdoor-Touristen, Bergsteiger und Aussteiger. Die Landschaft ist spektakulär, aber rau. Ein Mobilfunknetz sucht man hier vergebens. Auch Internet gibt es nur in wenigen Häusern. Die Einheimischen, vor allem junge Leute, treffen sich abends gern in der Chocolateria, der ältesten Kneipe im Ort. Niemand hier ist alteingesessen, niemand kam hierhin, um reich zu werden. Auf einem Kontinent im Umbruch suchen sie Halt in der Gemeinschaft. Jeder kennt jeden. Die meisten sind aus Buenos Aires hierher gezogen, mit großem Freiheitsdrang und noch mehr Idealismus. Ich weiß, wir können die Welt nicht verbessern oder Argentinien, aber wir können unser eigenes privates Umfeld verbessern. Wenn das alle tun würden, jeder auf seine Art, dann würde es vielleicht auch Argentinien besser gehen, vielleicht sogar der ganzen Welt. Haben denn nicht Freunde oder Familie in Buenos Aires auch gesagt, du bist verrückt, in ein Kaff ganz am anderen Ende der Welt, wo ständig der Wind weht und wenig die Sonne scheint zu ziehen? Oh ja, meine Familie denkt, dass alle hier in Chalten verrückt sind. Ist doch gut so, wenn wir von der Norm abweichen. Das zeigt, dass wir es richtig machen. Ja, und wenn es verrückt ist, dass wir versuchen, glücklich zu sein, dann sind wir eben sehr verrückt. Dieser Suche nach Unabhängigkeit, einer eigenen Identität und einem gerechteren, besseren Leben, el buen vivir, sind wir überall begegnet auf unserer Reise durch Südamerika. In El Chalten, am Ende der Welt, haben sie darauf ihre eigene Antwort gefunden.